Hallo und willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. So, oje, unser Dead Eye ist ja völlig leer. Lasst uns das mal schnell auffüllen. Ja, Stück Fleisch tut immer gut. Ja, ich hier gut. Nicht so doll husten, Arthur. Krieg ich nur schlechte Laune. Wer war MF? Ach, Magnifico, das frage ich mich jedes Mal. Ist jetzt tatsächlich auch 2 Wochen her, seitdem ich Red Dead Redemption aufgenommen habe. Hab einfach so viel vorgezockt, dass ich für 2 Wochen Content hatte und ja. So, muss mein Sound doch wieder ein bisschen leiser drehen. Nee, danke. Mein Pferd kennt den Weg. So, interessant, dass wir nur eine Mission haben. Wir sind schon relativ weit, glaube ich, in Kapitel 6. Das heißt, Arthur wird bald in saftige Gras beißen, das wir hier sehen. Schade. Ach, ein armer Trottel ist das. Ich bin nur ein Trottel. Aber es wird noch Zeit für ein anderes Outfit. Lasst mal sehen. Outfit. Forken! Ja, das sieht doch Cowboy-mäßiger aus. So. Dann... ja. Wird sagen, das passt. Und dann schauen wir noch, ob wir unsere Lieblingswaffen noch haben und ob die gereinigt werden müssen. Alter, Bolt-Action-Gewehr. Zustand komplett am Arsch. Und ich frag mich, warum ich nichts mehr treffe. Reinigen mit R. Das habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. Zumindest nicht während der Let's Play-Serie. So. Das sieht doch jetzt wieder wunderbar aus. Einmal zurück. Sonst noch eine, die ein bisschen Liebe braucht. Der Bogen. Ja gut, der hat keinen Zustand. Na gut. Scheint alles zu passen. Und dann wollen wir mal uns ein bisschen sporten. Sie ist jetzt aber nicht einen Umweg zu reiten. Einfach senkrecht den Berg hoch, ihr kennt mich. Ein Pferd wird sich schon beschweren, wenn es das nicht schafft. Na, also. Bis jetzt ist mir nur ein Pferd gestorben und das war nicht wirklich meine Schuld. Haben irgendwie die Lemoyne Raiders gemeint, sie müssten mit einer Gatling Gun drauf schießen und dann war es tot. Unwiederbringlich tot sogar. Und das war ein schwarzer Araber, das war richtig... ah, könnte mich heute noch ärgern. Okay, wir haben hier eine Hütte. Kommt mir aber auch bekannt vor. Ich glaube, hier war man schon mal. Ne, haben wir irgendwie einen fetten Fisch noch drin. Nö. Nur kleine Aale. Kenne ich ja aus persönlicher Erfahrung. Ich glaube, hier sind wir eventuell gewesen, als wir... ja. My horse up and died on me, twisted my ankle something fierce. Think you could give me a ride? Natürlich. Yeah, sure. Hop on. Oh, will die mich ausrauben? Thank you. Anscheinend nicht. So, wo das hingehen. Emerald Ranch? Oh, da komme ich gerade her. Sure. Ja, natürlich. Glad I ran into you. Huh. Ja, das glaube ich. Horse, you know. Ziemlich viel Verrückte hier unterwegs. Losing a horse is hard. Sorry to hear that. Think you might have got twisted around. I was saying something. Oh, right, yeah. Yeah, that horse did right by me. Better than my husband, truth be told. That fool, always complaining. But does he do something about it? Man barely lifts his hand. Ja, ist bestimmt nicht so angenehm, den Ehemann dann zu reiten. Würde ich auch lieber das Pferd nehmen. Nothing but trouble. But Biscuit, he was a fine animal. Loyal, smart, brave. Didn't take no guff, not from no one. Ja, klingt nach einem tollen Pferd. Meins ist besser. I was riding up near the Dakota and had stopped by a nice warm patch. Must have dozed off, but I wake up and find some nasty piece of work pointing a rusty shotgun straight at me. Yeah, well, he so will ich nicht aufwachen. And I must have made some sort of noise, because the next thing I know, Biscuit had nipped his ear clean off. Nice. Kicked his hide too, as das he kann mein Pferd glaub nicht. Didn't think a man could run so fast. Oh, we're getting close now. Ja, das sehe ich.
Also, dass das Pferd einfach das Ohr abgebissen hat, das ist ein... Weiß nicht, wer ihm den Trick beigebracht hat. Jo, wir sind wieder am Ausgangspunkt. Hier haben wir ungefähr angefangen. This is great. Wunderbar. This was kind of you, mister. Naja. Take this as my way of thanking you. Wie viel Geld ist das? Ich brauch Geld. Appreciate it. Ja, ja, ich danke auch. What a lousy day. Ja, wem sagst du das? So, dann wollen wir auf ein neues Mal versuchen, die Mission anzufangen. Vielleicht steckt man unserem Pferd noch eine Möhre rein. Dem geht's gerade nicht so gut. Oh, ein Haferplätzchen soll's auch beheben. Ja, das ist ein gutes Pferd. So, haben wir noch eine Möhre? Oh, wir hatten Zuckerwürfel. Muskatkraut. Ja, wilde Möhre. Okay, diesmal steckt man sie vorne rein. Das kann auch funktionieren. Na gut, dann wollen wir mal schauen. Hey, boah, schaut euch an, wie viele Roadkills da sind. 4 Stück. Mein Pferd ist echt blutrünstig, Mann. Eieiei. Das ist mir noch nie passiert. Das sage ich in überraschend vielen Situationen. So. Ja. Nur Kojoten, ein Glück. Dachte schon, es wäre was Gefährliches. Verschwindet, ihr Rebhühner. Truthähne. Fette Vögel halt. Know you fit wie ich. Ja, vielleicht sind sie ein bisschen dünner. So. Jetzt helfen wir aber keinem mehr. Uiuiui. Hals- und Beinbruch sollte aber nicht darauf rauslaufen. Also nicht fürs Pferd. So. Klingt ja faszinierend hier wieder die Umgebung. Klang ein bisschen nach einer wertvollen Kutsche, die ich ausrauben sollen wollte. Okay, das waren nur Tiergeräusche. So, kleiner Umweg, eine gute Tat. Das ist der Redemption-Part bei dem Spiel. Das andere, was wir bis jetzt hatten, war Red Dead. Aber das ist jetzt die Redemption von Arthur. Wir sind so nett geworden. Dann fehlt nur noch, dass wir ihn so nett schreiben. Oh, mein anderes Pferd ist da geparkt. Das ist ja klasse. Na komm. Schalten Gang runter und dann schneller den Berg hoch. Ja. Dann muss ich doch nach rechts. Wieso gehe ich jetzt nach unten? Ah, Google Maps war 1890 noch nicht komplett ausgereift. So. New Hanover. Dann soll das Pferd mal ein bisschen durchschnaufen. Grafik glitscht ein bisschen im Hintergrund. Dann schau mal am besten einfach nicht in den Hintergrund. Ja, ist ja gut, Kleines. Ist ja gut. Wir haben es bald geschafft. Vielleicht sollte ich das auch im Zeitraffer mal machen, die Anreise. Ja, warum nicht? Müsst mir ja hier nicht beim Reiten zusehen. Das ist nicht OnlyFans. Okay, da sind Wegweiser. Wenn man die lesen, wäre man weiser. Glaub aber, wir sind gleich beim Wapiti-Reservat. Die Gegend kommt mir so vertraut vor. Tja, einmal noch das Pferd durchziehen und dann hinter den Wasserfällen auf dem Hügel. Ja, ja, wunderbarer Morgen, dir auch. Ja, gutes Pferd. Gutes Pferd. Ja, das finde ich auch. Beste Pferd, wo gibt. Gleich haben wir's. Verbundenheitsstufe 3. Nice. Good girl. Ja, ist gut für die Pferdegesundheit. Gut für die Pferdeausdauer. Ja.
immer noch ein richtig geiles Gewässer hier. Richtig schöne Farbe. Dieses Tiefblau mit dann den ja, felsfarbigen Felsen hat schon was. Ah, Wapiti. Nicht Wapiti. Ja, vielleicht besser so. Hier sehe ich schon mein Abendessen. Obwohl, die sieht hübscher aus. Der sieht hübscher aus. Dann wollen wir die fressen. Den fressen. Was auch immer. Servus. Hi there. So, muss ich nochmal kurz hier durch. Und Charles ist ja schon da. Oh, passt ja. Der Sohn des Königs. Thank you for coming. Gern geschehen. The chief, he's very. Maybe you could speak to him. Yes. Kann ich versuchen. Ich kann nichts versprechen. Sure. I'll wait for you here. Willst du nicht mit ins Zelt kommen? Nicht, dass ich hier eine Rauchgasvergiftung bekomme. Das sieht unsicher aus. Nee, gut. Vielleicht kann ich. Komm in. Ich versuch's. Mr. Morgan. I'm so glad you could make it. Ja, ja, immer Why? Doch. My son. My son is foolish, but he's still my son. I know your son. A little. He's very brave. Very angry. Oh ja, sehr, sehr he's zornig. Made. How is your father? He's dead a long time. He lived a lot longer than was good for any of us. My son probably wishes the same to me. Oh, das glaube ich nicht. I doubt that. I want peace. I need my people to be safe. All my life I've tried to bring peace. But I love my son. They'll hang him for treason. Treason. He is the chief son of a proud nation. How could he commit treason? People who have lied to my people for 100 years or more, that's treason. Well, what should I do? I don't think there's much chance reasoning with Colonel Favors. No, and any chance we had, your friend, Mr. Vanderland, has ensured relations between us and the army are worse than any point in the last 5 years. Yeah. I'm sure he means well. Da wäre ich mir nicht so sicher. More complex than he understands. Me and Charles will try and rescue your son. No. Yes, yes. I ain't got much to lose, and you got... I'm doing this. Charles! Where are you? Come on, let's go. Oh, das klingt doch nach einem Plan. Of course. I just ain't sure how. I've been working on that. I think there's a way. Follow me. Bin hinter dir. Kleb dir am Arsch. Wie ein fetzen Klopapier. Ein bisschen schneller laufen. So. Aber zwing mich nicht, den Bogen zu verwenden gegen die Army. Dann wird dann eine lange Episode. So, einmal aufsatteln. Aufschütteln, aufschütteln. Na, jetzt sieht mein Gaul doch eher braun als schwarz aus. Beleuchtung macht ja einen ordentlichen Unterschied. I've been scouting the fort. The army are patrolling all the main roads and bridges in and out, but if we can get the horses across the river, I found a route that should get us in fairly close. Und if we wait until late enough, there's a place we should be able to sneak in around the back. Okay, whatever you think. I trust you. No guns, just knives and arrows. Nein. If we start making a lot of noise, he'll be dead before we get close. Keine Arrows. Okay. I left 2 canoes down river in case we need another way out of there. Okay, good. Charles hat wieder gut geplant. You know, this wouldn't have happened if it wasn't for Dutch. Ja, ich weiß. It ain't just on Dutch. We all went along with it. He saw Eagle Flies burn hot, and he fanned the flames. He's not helping that tribe, he's helping himself. You see, you wouldn't have gone to Rainsfall behind his back.
I guess I just keep thinking. There must be a way to save the situation. To pull Dutch out of the place he's in. Well, I like Rainsfall. I don't know, Arthur. Rainsfall is in a tough situation. And as for Dutch... I gotta try. I own that at least. Das stimmt. Versuchen können wir's ja. You feel that? There's Nein. rain on the wind. I know. Listen, Vorsicht. That, Charles. Vorsicht, if Klippe. Bad in there, you get yourself out. You got more to lose. No. Come on. Don't start talking like that. Warum nicht? I didn't tell you before, but I saw a doctor. It's pretty bad. It's gonna get worse. Oh, Arthur. Any day we can die, hmm? We're riding to break an Indian chief's son out of a cavalry fort. We could das both stimmt. die tonight. In a way, it is a gift to know. In a nee. Way, you are lucky. Das glaube ich noch feel nicht. Like that. You still have time to make amends. The others, Hosea, Lenny, Sean, all them, they didn't. Das and ist what about richtig. The Calendar boys? Both killed trying to escape Blackwater? A more Kenn vicious nicht. Pair of bastards than ever was. And that's all they ever were and will be. Maybe. You're lucky. You got the chance to... to do something better. My guess is maybe that's why you're here now. Either way, just keep your head strong. We're close now. Ja, ja, was immer du sagst. Ja, die anderen hatten die ganze Zeit auch Zeit, was Besseres zu tun. Wollten sie aber nicht. I think so. That current's strong. Up here. Follow me. Ihr habt ja kein anderes Ziel, dem ich folgen muss. Damn rain. Mhm. Yeah. But might help us with sneaking in there. Oh. Zumindest die Fußstapfen hört man dann nicht so laut. Das Rumgestapfe. Elders beaten. Bastards. Yeah. This isn't gonna be nice. Jo, ich bin mal bald da. Will was erschießen. Ach, nichts einfacheres. Das. Wir zünden es einfach an. Das ist aus Holz. Hilft der Regen allerdings nicht. Plan A wurde zunichte gemacht. Alright. This should be fun. Let's get ourselves hidden and wait till it gets dark. Na nee, gut. Schauen wir mal. Erstmal ihn schmerzfrei befreit kriegen. I'm trying to find a way in. Main thing is that they don't hear us. You ready? Bin immer bereit. Mein zweiter Vorname. Vorsichtig. Patrol group. Vorsichtig. Hopefully we'll be in and out before they can come back around. Vorsichtig. Ich hasse Schleichmissionen, weil ich so schlecht darin bin. So scheiße. There's two guards up front. If you take one, I'll take the other. Yeah, nice good. And quiet. Oh, I know. Good. Let's make our way around the back. Natürlich. They cross the wall. Hätten auch Schalldämpfer verwenden können. There's a guard up there. Bin immer careful. Kann ich die nicht einfach auch töten? Hallo Kollege. Okay, let's go. Ich gebe mir hier Mühe, Charles. Ernsthaft? Bewachen die das Fort so gut? Ja, ja, bin schon da, bin schon da. Du rennst hier richtig. Wo bist du hin? Ach, da. Dachte, es wäre nur ein Busch. Das heißt, seine Tarnung funktioniert.
tower, one on the ground. Same as before. You take one, I got the other. Okay, come on. Around the back. Ihr habt gut geschossen. Bin stolz auf mich. This is the spot. Sehr gut. Nach dir. Interhaken. Ja, praktisch. Oh oh. Nicht auf die Fresse fallen. There's a guard coming. Soll ich ihn töten? Soll ich meinen lassen? You deal with this one. Okay. Ja, Charles eh besser. Okay, let's move. Sehr gut. Hübsch, Arthur. Hör auf, dich so komisch zu verhalten. Der. Shit. Another guard on the walkway. Will ich das machen? Das kann ich machen. You got this one? No need to waste an arrow on him. Use your knife. Entschuldigung. Come on. Hätte mir früher sagen sollen. Careful. Two more. One each again. Good work. Come on. Dankeschön. Ach, ich glaube, Charles mag ich mitunter am meisten. Also zumindest von denen, die noch übrig sind. Hold back while I check the tower. Dann mach. It's okay. Let's go. There's a guard out front. You take him. I'll cover back there. Arthur bemüht sich. Arthur sieht nichts. I'll handle it. Diesmal mit Knife anscheinend. Vorsichtig. Vorsichtig. Ja, ja, das klappt schon alles. So, Bogen ist ausgewählt. Habe ich Explosivpfeile? Ich habe Feuerpfeile, aber nur drei Stück. So, Charles, geh du vor. Ich kenne den Weg nicht. We'll never get past these guards. Get up that tower and try to distract them. Ja? Try to put an arrow into the lantern above that stack of wood over there. Start a fire. You should have a clear shot from the walkway up there. Na nee, gut. Ist es nicht toll, wenn jemand einen vernünftigen Plan hat? Ist ja gut. Nur nicht den Kopf hängen lassen. Welche Laterne lautlos zerstören? Oh ja. Ich bemühe mich. Oh ja. Oh. Den plündere ich. Charles, is that you? Ja, ja. You have to get me out of here. We're gonna get you out. I'll check the table, Arthur. You search the body. Got it. Ja, raus mit dir. Kann ich nicht den ganzen Tag da drin faulenzen? Come on. Your father sent us. My father? He told you to come and kill guards? No, he didn't say that, he... Of course not. You okay? Sure. Enjoy being tortured. Oh, der ist übel zugerichtet. If you say so. Whoa, whoa. I'm fine.
Okay, jetzt kann ich richtig schießen. Wo seid ihr denn? Arthur! Ich glaube auch nicht, dass es was wird mit dem Schleichen. Ich bräuchte ein Thermalvisier. Habe ich noch Dynamit? Natürlich nicht. Ich lasse euch nicht raus, keine Sorge. Ihr seid mit mir eingesperrt. Boah, richtig krasses Unwetter dazu. Nice. Ja, eine ziemlich epische Mission. Ein Glück haben wir das gereinigt. So, wie geht's raus? Ja, wie? Ihr habt nichts. Schrot? What about that cannon? Okay. Was für eine Kanone? Ah! Sounds like one of their patrol. Come on! Let's use this thing! Feuer! Yeah! Weg hier! Gib auf! Und bekämpf uns nicht! Naja. Ja. Ein Glück haben wir die Wegwehrpferde genommen. Shit! We got company behind us! Damn it! More of them coming from the road on the left! Oh! Au, au, au! Nein! Verwend schon Deadeye und schaff's nicht. Ja. Jetzt habe ich es richtig verwendet. Boah. Ja, läuft nicht mit dem Treffen. Ja! They're right on us, Arthur. Do something! You do it! I'll get the boats ready! Nummer 1 war ein Baum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, einer der besten Schützen. Aber nicht ich. Lauft! Lauft! Ich bemühe mich. Let's get down river as quick as we can. Don't pay for this. Jetzt halt's Maul. Eben das. Zuerst in Sicherheit. Ich kann ja schlecht schießen im Moment. Ja, ja. Ich habe alles im Griff. Arthur hat alles im Griff. Ah, ich kann doch schießen. On the right, look out!
Yeah. Das wäre jetzt auch mein Plan gewesen. Bin schon Arthur. Ja, in die Eier geschossen. Und das war die doppelte Portion Rührei vom Arthur. Paddel um dein Leben. Wie können die so schnell kommunizieren, dass sie den ganzen Fluss abriegeln? Ich sehe gerade auch nichts mehr. Ja, guter Plan. Guter Plan, Charles. Vorsicht. Puh. Da hat man schon schwierigere Missionen. I think we lost them. Come on. You okay, Arthur? Yeah, I'm right as rain. How are you? I'll be fine in a day or so. I heal fast. Colonel Favors won't be too happy with your rescue. I guess not. Yeah, there's gonna be a lot more trouble. My father. Even he may have to fight. You won't win. No big fight with them. Definitiv nicht. Where would we go? Tahiti. In front. Let me take you back to your father. Thank you. Gern geschehen. Yeah. Ah je, nur Bronche. Hab ich wieder falsch gemacht. Alles. 15 Gegner bei der Flucht im Kanu. Ich wusste ja gar nicht, dass ich schießen kann. Okay. Weg damit. Nein, ich will den nicht wiederholen. Zurück. Dankeschön. So, zum Glück ist mein Gaul in der Nähe. Dann wollen wir mal gleich zu Dutch gehen. Und uns ein bisschen beschweren. Warum er denn so durchgeknallt ist. So. Rauf aufs gute Pferd. Come on. Hoffentlich hat Dutch nicht noch einen seiner brillanten Einfälle. Wie ist er denn? Schau wieder. Achso, im Camp. Okay. Da können wir aber eine schnelle Reise hinmachen. Yep. Nicht nur hier. So. Werkzeuge zählt. Eine Schnellreise kommt sofort. Schnellreise. Ach, ich mag Red Dead Redemption sehr gern. Wünschte aber, die Story wäre jetzt eine andere Richtung verlaufen. Ich mag Arthur so gern. Will nicht, dass der abnippelt. Ich würde aber gern Maike erschießen. Weibchen. You all right? Are you all right? Strauss is gone. Und? Okay. Guess I'll see you later then. We'll just soldier on, I guess. Oh je, die Pre-Camp. Ist hier eine Stimmung. Na, da sind meine drei Verbündeten. Drei Leute, die noch halbwegs vernünftig sind. So why are these two still here? Old pals of Micah's. They're getting real comfortable. We need guns for what's coming. Cleet and Joe know how to fight. It's lucky I bumped into them. What is going on, Dutch? What is happening to us? What's happening to you? You show him some respect. Micah, ich erschieß dich. Mr. Vanderlyn! Mr. Morgan! Charles! They try to kill my people for oil! For oil! Today we ride once more. Ride with me. Ride with us.
Ride with us against the factory! I love your courage, son. It is a thing of great beauty. Stop! Everyone, stop! My son. My last son. Don't. When I was your age, I fought. I saw death. I have killed. The men I knew were slain. My firstborn, your brother, had his head smashed by a drunken soldier. My wife had her throat slit. I made peace. I knew not to trust, yet I had no choice. Maybe you were right. Maybe the slow death is worse than the fast one. Maybe none of these men are good. Maybe a world in which they came to us is a world that we cannot endure. But endure we must. Father, you are tired. Do not die for pride, my son. Oh, das ist immer ziemlich dämlich. We have suffered too much in this trick. The earth, the water, they have no pride. They endure, and we must endure. My only boy, my precious boy, do not mistake my strength for weakness. As your chief, I implore you. Your words mean nothing to me, father. Oh, so ein elendiger Hitzkopf. Stop. Please. Stop. Oh, die sterben jetzt alle sinnlos. Please, Mr. Morgan. After you helped me after we spoke, this is just a trap. My son, my people will all die. You help this fellow, Arthur? Please. What up, dearly? What else you been doing behind Dutch's back? Oh, Micah, ich will dich erschießen. The wars are over. We have lost. These young men will be annihilated. Please. I'll see what I can do. Charles. Who else will come with me? Oh, I'll ride, Arthur. Who knows what other secrets I'll learn about? Who ich hab else? Nur jemandem geholfen. I will. And me. Me too. Och. And me. Sehr gut. Die ganze Truppe ist da. All right. Let's ride out. Alle erschießen Micah, ich fange an. Yeah, yeah. What else have you been doing behind my back, Arthur? I was trying to stop this mess from getting any worse. Maybe that didn't work. Why the hell would they attack the oil fields? What do you mean? It's perfect. This was your idea? Partly. The army, the government, the industrialists. They've taken everything from these people. Wouldn't you want to fight back? You've handed them a death sentence. Just like John if we hadn't got him out of that prison. Hey, show some goddamn respect. You'll know when I ain't showing respect, Bill. I had a plan. I still have a plan. Ja, aber nur für dich, du Arsch. What goddamn plan, Dutch? Tahiti? Timbuktu? That's enough. What's wrong with you all? What happened to loyalty? Yeah, what did? Thank you, Javier. Bill, right now, it doesn't matter how we got here. Durch dich und Micah. Need our help. I have a plan. This is the plan. Ein schlechter Plan, Dutch. Stick with me or cut loose. Because I am tired of this constant descent. Long tired of it. Now come on. Der hat eine Laune. Kleiner Diktator Dutch. One of them. Are you all right, son? Eagle flies. He needs help. They all need help. Quick. Somebody help. No. No. Go. Please hurry. I'll be. Come on. Ja, das ist kein Wunder, dass alle Hilfe brauchen. Wir würden Gesprächstherapie anfangen. Danach kommt irgendwie so ein Aggressionsbewältigungskurs an den Wochenenden. Ja.
Ganz schön heiß da hinten. Ich dachte, das hätten wir schon mal in Flammen gesteckt. It's a massacre. We gotta help these men. Can anyone see eagle flies? There. Going across the walkway. Got what you wanted, Dutch. You coming, Arthur? I'm gonna try and save him. This fight is unwinnable. You go and distract them and let me get to him. Have it your way. The rest of you, ride with me. Let's meet up at the factory. Let's ride! Yeah! Go with him. Try and help there. I'm better off alone. We're riding with you. Come on, then. Yeah! Na gut. Let's ride! Das ist eine geile Mission. Oh, das ist richtig episch. Bam, in den Arsch. Versuch ja. Ja, ja. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Nicht da! Nicht da hoch! Au! Wir schießen von oben. Er steht nicht mehr auf. Wo seid ihr? Bin schon hier. Boah. Ich gebe mein Möglichstes. Na also. Get up. Thank you, all of you. We need to go. Where are my men? Where are my men? We saw some fighting by the factory. That's where Dutch is gone. Let's go, quick. Any men we see, we must save them. Let's find the others. We need to get out of the factory building. Wie sind wir eigentlich in den Schlamassel jetzt nochmal geraten? Wir wollten doch nur noch eine Bank überfallen. Komm schon, Ziel auf die Eier. Muss irgendwann mal was bringen. Hey. Hör auf damit. Die Indianer. Beziehungsweise die Native Americans. Diese armen Leute. Ich glaube, es läuft eher für euch schlecht. Da ist doch noch einer. This regiment is a joke. Boah. So oft daneben gezielt. Hoffentlich hat das keiner gesehen. Gut, ich nehm's auf. Jetzt ist er tot. Ein ganzer Zug von denen. Ich hätte Dynamit gewollt. Hab ihn. Wofür hat man Dead Eye? Jo, mit Deckung klappt doch alles viel besser. Ja, die schießen mit ganz schön heißen Eisen. Muss ich Sadie recht geben. Eben das. Whoa,
Gesicht treffen, dann sterben die auch. Gern geschehen. Laut im echten Leben wäre der Schuss durch euch beide durchgegangen. Da würde ich aber auch nicht eine Ölraffinerie in die Luft springen. Ölabbau-Ding. Ölpumpe. Scheiße, Pferd getroffen. Ja. Los, los, los. Ich mag sie gerade auch nicht besonders. Lass mich durch. Lass mich durch, ich bin Arthur. Ah, scheiße. Ich steck fest. So, waren das schon alle? Sag doch, ich wollte schießen. Hello, son. Hey. Saved your life. He did. Hey, you're quite the hero, Arthur, ain't you? Just a regular good guy. Same as always. What is it with you, Arthur? What is it? Was soll denn das? Don't get you no more. Oh, the doubting. The doubting. Come on, get him out of here. All of you. Come on. Let's go finish things. Finish what? Oh, the doubts. You know why I wanted them to attack this place? I have no idea. Javier, you get them and you go. Until I find all my men. I'm not leaving. As you wish. Rest of you, get out of here. I'm staying with you. We're getting our ticket out of here. Dutch, was hast du vor? We need to find the office. It's upstairs on the other side. I broke in here before to get those papers for Eagle Flies. That's better, Arthur. A little help. Come on, son. What are we looking for? Money. Willst du, dass ich dich gleich erschieße, Dutch? The money. There's state bonds here. Lots of them. I thought you were paying attention. Old Cornwall had a deal with the state. He was being paid to develop the region. Against the federal government's wishes, as they didn't want so heftig gestikulieren. Ich bin hinter dir. Anyway, so we get it, and we're done. We're almost free. Yes, if we're right. We've had tough times, the toughest of times. But come on, don't doubt me no more. Doch. Ich nehme mal meine Vulcanic-Pistole zur Sicherheit. Da steht nicht stören drin. No. I've been here before. Check that cupboard by the door. Na gut. Du bist der Boss, aber gerade noch so. Eine Tieftasche. Not much. I got him. I got him. I got him. This is it. The state bonds. How much? It's a few $1,000 worth. Maybe more. Oh, we are nearly there. Arthur, we're nearly there. Sehr gut. Mr. Morgan, let's go home. Let's get out of here, Arthur. Ja, ich folge dir. Wieso ist die Staatsanleihe denn hier so viel wert? Mensch, hat das schon einen schnellen Schritt drauf. Favors. Come on, Arthur. We have got to get out of here.
Ah, vielleicht der Colonel. Das kann sein. Die Armee ist hier. Oh, fuck. A white one! Dad? I need help! Dutch? I need help! Dutch hat mich zurückgelassen. Nein! Fick dich doch! Nicht fliegender Adler. Ich hab mein Leben gerettet. Come on! You saved my life more than once. To give mine for yours. It says it should be. Come on! Du hast noch ein ganzes Leben vor dir, wenn du ein bisschen schlauer wirst. You ran away. Oh, I did no such thing. Don't be a fool. They could be back here any minute. We did it, gentlemen. Well, we got some money. And with the train job? Well, we got a whole lot of money. Come on. Everything is coming together. Exactly as I planned. Oh, yeah. I've got to take the boy to his father. As you wish. Usually is nowadays. Sure. Come on. We got to get back to camp and prepare. Let's ride. I'll be back when I can. I'll stay with you. And me, of course. And so will I. No, get out of here. Please. This ain't gonna be nothing nice. Be safe, Arthur. All right, come on. Let's get him to Wapiti as fast as we can. Wow. Easy, girl. Hold on, my friend. Dutch ist echt ein Arsch geworden. Obwohl es war schon immer ein bisschen. For the bodies. We will. Save your strength. My friend, I'm sorry. About this, about all of this. You have nothing to be sorry for. You know, Dutch is... I guess my thinking is he used you. He wasn't trying to help anyone but himself and his own crazy principles. We're grown men. Nobody made us do anything. Maybe I'm talking for my people as much as for yours. We saw he turned crazy, and we couldn't believe it, and we followed him anyway. Mm-hmm. Things should never have gone this far. You've seen the situation on the reservation. Better to die fighting than sick and weak. Maybe, but you... Your people deserve better. Ja, einfach so ausgelöscht werden ist jetzt halt auch nachhaltig. All this death, and for what? Just so we can have enough money to be able to run away from what we've done? There used to be some reason to it. Lines that couldn't be crossed. We even helped some folk. Mm-hmm. Those lines have been gone for some time now. The time has come for us to draw our own lines, Arthur. Decide where we go from here. I swear, back there, Dutch just stood and watched. If it wasn't for Eagle Flies, I'd be... I know. I feel like he's descended into the kind of man he told us never to be. No. Maybe. Mist. He's just become more who he really is. I don't know anymore. I just feel like a fool. That money, those bonds, whatever it is, I don't want a cent. There's too much blood on it. Let's just get this boy to his father. Ja, das wird das Vernünftigste. Das Vernünftigste sein. My friend, he's a brave man. Fearless. Always has been. This won't be in vain. We will try to round up more men from the north. Wherever we can. Many are ready to fight. Ja, die sterben halt nur sinnlos. This is over. For all of us. Hätte ich jetzt aber auch gesagt. Yes. Peter, it's okay, brother. Save your breath. We're not too far. Tsch.
try to hold on. You'll be with your father soon. Hoffentlich überlebt er. War schon eine böse Schusswunde. Das glaube ich auch. Ich glaube, ihr solltet jetzt alle abhauen. Ganz weit Richtung Westen oder Norden. Bring him to me. Komm schon. Nur eine Fleischwunde, den könnt ihr retten. Nicht geschafft. Alter, wie viel der Häuptling durchmachen musste. Boah, dieser arme Mann. What are they gonna do now? They must move. And fast. Charles, halt mal ein bisschen Abstand, ich bin ansteckend. No, my friend. You have others who need you. Good people. Oh, danke für alles, Charles. I'm sorry, but we must pack and move. Kann ich mich nicht dem Camp anschließen? Das wird irgendwie netter. Arthur. Vorsicht, ich bin ansteckend, Leute. Ist das eine Sadie oder sind das irgendwelche Randos? Sieht ein bisschen aus wie Dutch, wird aber nicht Dutch sein. Nee, niemals Dutch. Das waren die Deutschen. Das waren die Deutschen, die ich damals vom Camp den Vater gerettet habe. Boah. Leck mich. $0 Anteil. Alter. Dutch ist so ein Arsch geworden. So, die nächste Mission steht dann an.
bei wem anderen als Dutch unsere beste Seite. Na gut. Ich würde aber sagen, das reicht für die Episode. Wir nähern uns dem Ende. Zumindest Arthurs Ende. Oje. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.